schön. Selbst die Schwäne hier sind musikalisch. Na wunderbar. Das ist ja herrlich hier bei uns. So, und nun wollen wir Berliner eine Aufgabe stellen an Detmold. Dort wird meine Kollegin Ilona Christen-Kleitz nächsten Sonntag moderieren. Und Sie sollen jetzt zu diesem Vierer, also zu diesem Quartett, wir wollen ja ein großes Orchester bilden, zwei Tuben dazugeben. Also nicht zwei Zahnpasta-Tuben, nicht, dass Sie da was Falsches denken, sondern Tuba, Mehrzahl Tuben, die müssen dazukommen und Sie müssen diese Aufgabe selbstverständlich auch erfüllen. Und noch auf einen musikalischen Genuss möchte ich Sie aufmerksam machen. Das ZDF präsentiert die Super-Hit-Parade der Operette in Dortmund, also wenn Sie dort wohnen oder in der näheren oder weiteren Umgebung, am 31. Mai oder 1. Juni. Dabei sind zum Beispiel José Carreras, Melanie Holiday, ich kann nur vier oder fünf nennen, Anna Moffo, Edda Moser, Rudolf Schock. Und wirklich, es kommen die schönsten Operettenmelodien, der Vorverkauf hat begonnen. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, dass Ihnen dieses Sonntagskonzert von der Bundesgartenschau gut gefallen hat, dass Sie sagen, ja, wir fahren mal nach Berlin, denn Berlin ist immer eine Reise wert. Dann hoffe ich auch, dass Ihnen die Melodien, die wir ja vor 45 nicht hören konnten, gefallen haben. Das waren die Hit, als wir anfingen, wieder das Radio zu hören bzw. Radiogeräte zu bekommen. Das war damals sehr, sehr schwierig. Und ansonsten, wenn Sie schöne Musik mögen, kann ich nur sagen, nächsten Sonntag wieder am Fernseher drehen, ZDF, Ihr Programm. Auf Wiedersehen.